Der Blick richtet sich auf ein verdächtiges Handelsschiff, unterwegs am Horn von Afrika. Die Dhow soll durchsucht werden. Dafür ist das Boarding-Team der deutschen Fregatte Empen zuständig. Die Männer bewaffnen sich. Und gerade eben ist von der Brücke runtergekommen. Wir haben 7 Personen an Bord. Die letzte Person, die entdeckt wurde, hat sich unter einer Plane versteckt. Focus TV begleitet den Einsatz der deutschen Fregatte exklusiv. Kurz nach 5 Uhr im Indischen Ozean, 100 Meilen vor der somalischen Küste. Die deutsche Fregatte Empen soll hier terrorismusbezogenen Schmuggel bekämpfen. Doch auf der Brücke herrscht Ausnahmezustand. Es gab einen Notruf auf See. Ein japanischer Tanker steht unter Beschuss von Piraten. Die Empen, genannt Tiger der Nordsee, fährt volle Kraft voraus. 0:30 Uhr, Empfang. Mayday-Spruch von Motorwessel Takayama. Tend knappe 50 nautische Meilen von der Fregatte Empen entfernt. Werden nach eigenen Angaben mit Waffen bekämpft, also dementsprechend ein klassischer Piraten-Attack. Berichtet von derzeit einem Boot. Fregatte Empen ist die einzige Einheit, die in der Nähe ist. Wir verlegen jetzt mit Höchstfahrt Richtung Motorwessel Takayama. Der Kommandant Michael Giss nimmt Funkkontakt zu den Japanern auf. This coalition warship, Roger. If possible, increase your speed to your maximum speed. I'm closing you. I'm preparing to launch my helicopter, and we will be in your vicinity within the next hour. Over. In der Regel sind Tanker nicht bewaffnet. Das Einzige, was die machen können, wäre präventiv irgendwie durch Fahrterhöhungen, durch gegebenenfalls hin und her fahren, also sprich Ruderlagen, da gegebenenfalls das Piratenboot abwehren. Aber ansonsten sind die natürlich nahezu ungeschützt. 15 Minuten später startet ein Sealing-Hubschrauber. Er soll herausfinden, ob noch Piraten in der Nähe sind. Eine knappe Stunde später ist der Tanker in Sicht. Noch ist nicht klar, ob er direkte Treffer erhalten hat. Die Piratenjagd ist nicht Aufgabe der Empen. Dieser Einsatz fällt aber unter Nothilfe. Veritabler Tanker, mein lieber Schieber. 330 Meter. Wow. Schon leichte Koffer. Also, soweit es uns bekannt ist, operieren die hauptsächlich von der somalischen Küste aus, die Piraten. Es ist ein ausgeprägtes und koordiniertes Vorgehen. Die Bewaffnung geht von Handwaffen, Schnellfeuergewehren bis zu Panzerfäusten. Allein vor der somalischen Küste gab es 2007 31 Piratenangriffe. Dreimal so viele wie 2006. Der Tanker ist anscheinend nicht unbeschadet davongekommen. Zeit, die Besatzung der Empen zu informieren. So, an alle Stellen, Kommandant, schönen guten Morgen, Besatzung. Der 1SEO hat Sie bereits vorinformiert. Jetzt ein kurzes Update. Die Emden hat den japanischen Tanker Takayama jetzt erreicht. Der Tanker wurde in der Tat von Piraten angegriffen und auch mit Schnellfeuergewehren beschossen. Wir stehen jetzt dran. Im Moment meldet der Hubschrauber in der unmittelbaren Nähe auch keine weiteren Piraten mehr. Die haben sich verzogen, offensichtlich aufgrund der Tatsache, dass sich hier ein Kriegsschiff, das der Tiger, sich nähert. Knapp über der Wasserlinie klafft ein Loch in der Schiffswand des Tankers. Es raucht. Die Piraten scheinen den Funkverkehr mitgehört zu haben und sind geflüchtet. Die japanische Besatzung jedenfalls zeigt sich hoch erfreut, dass die Empen so schnell vor Ort erschienen ist. Durch das Einschussloch tritt Flüssigkeit aus. Die Frage ist, ob die Japaner die Lage unter Kontrolle haben. We observed a hole in your hull. Seems to be nearly under the lifeboat. Can you confirm that it is fuel which is leaking over? Yes, affirmative, sir. That is fuel oil is leaking over. This is Coalition Warship Watcher. Thank you. Also ihm ist es wohl bekannt und er sagt, es ist wohl Kraftstoff. Ja, dann ist es ja. Bekannt, dass es da rauch. Das ist kein Rauch, das ist verwirbeltes Wasser, so wie ich das beobachte. Das ist ein heißer Zeug. Also ich denke, seine Schadenslage hat er unter Kontrolle. Ja. Die Japaner hätten lieber noch längere Zeit Begleitschutz, aber die Empen ist nicht die Wasserschutzpolizei. Sie hat andere Aufgaben. Sie soll Terroristen den Geldhahn zudrehen, den Schmuggel stoppen, der terroristische Netzwerke finanziert. Ich denke, die Lage ist sicher. Und so ist der frühmorgendliche Einsatz erstmal beendet.
Er braucht keine unmittelbare Hilfe von uns, also auch nicht technisch. Bei dem Schaden, den er hat, bei diesen Einschusslöchern von außen, können wir an der Wasserlinie auch nicht viel machen. Wir haben ihm angeboten, dass wir das an die jemenitische Küstenwache weitermelden, falls er da noch technische Hilfe braucht irgendwie. Aber im Moment sehe ich für uns hier nichts mehr zu tun. Der Flugbetrieb ist wieder eingestellt, das Deck freigegeben. Heizer Henning nutzt den Platz an der Sonne regelmäßig zum Joggen. Eine Spezialeinheit an Bord ist das sogenannte Boarding Team. Sie durchsuchen im Zweifelsfall verdächtige Schiffe. Wir fangen an mit der ersten Übung, bringen unseren Puls ein bisschen nach oben. Dafür Liegestützposition. Die Bewegung ist folgendermaßen. Rechtes Bein nach vorne, Wechsel auf linkes Bein nach vorne in einer gewissen Geschwindigkeit, die ich anzähle. Für das Boarding-Team ist Sport Pflicht, täglich. Henning ist freiwillig hier, bei 35 Grad. Normalerweise ist es ja mein Aufgabenbereich im Schiff. Und um ab und zu mal ein bisschen Sonne zu tanken und ab und zu mal ein bisschen Pause zu haben, gehe ich dann auch mal hier hoch und mache hier freiwillig mit. Pause ist es ja auch nicht. Ich meine, es hast eh nicht viel Schlaf, hast du erzählt. Also. Es ist eine schöne Abwechslung zum Alltag hier. Die ganze Zeit im Schiff immer arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen. Zwischendurch noch ab und zu mal essen. Da braucht man ab und zu mal ein bisschen Abwechslung. Alex ist Teamleiter der Boarding-Soldaten. Sie gehen bewaffnet auf die traditionellen Handelsschiffe der Region, sogenannte Dhows. Die verschiffen am Horn von Afrika alles, oft eben auch Drogen und Waffen. Eine Durchsuchung kann mehrere Stunden dauern. Das erfordert einiges an Fitness. Um 50 Grad auf einer Dhow auszuhalten, ja, 50 Grad Lufttemperatur auf einer Dhow ohne Wind, so wie wir jetzt hier haben, den haben wir da drüben nicht. Um in Laderäumen klettern zu können, ja, und um die Bewegung des Schiffes irgendwie auszutarieren. Also ohne eine gewisse Grundfitness oder die Fitness, die ich hier versuche aufrechtzuerhalten, klappt das nicht oder würde das nie klappen. Auch Höhenangst sollten Boarding-Soldaten nicht haben, denn es gibt viele Wege zum Ziel und sie müssen alle beherrschen. Je nachdem, ob sie ein Containerschiff oder eine wackelige Dhow durchsuchen, kommen Heli oder das Speedboat zum Einsatz. Hier wird für den Notfall der Sprung aus dem Helikopter geübt. Hier das Abseilen auf ein fremdes Schiff. Henning ist inzwischen auf dem Weg ins Bad. Eine Besonderheit an Bord, man ist seltenst allein, auch nicht unter der Dusche. Sind wir hier? Das ist ein typischer Waschraum auf dem Schiff. Der ist für ca. 40 Mann. Und wir haben hier einmal 5 Waschbecken, die gleichzeitig benutzt werden können. Und hier einmal 3 Duschen. Und wenn Landgang ist, dann gibt es eine Spezialprozedur beim Fertigmachen, herausputzen, oder? Nö, nicht unbedingt. Eigentlich nicht. Man muss sich ja so oder so hier rasieren, jeden Tag. Ist Pflicht, ja. Ist Rasurpflicht. Man kann natürlich einen Antrag stellen auf Bartwuchs. Muss man einen Antrag für stellen? Eigentlich schon. Man muss ja neue Fotos schießen für den Ausweis. Und deswegen müsste man dann eben ein Gesuch stellen auf Bartwuchs. Okay. Hört sich ein bisschen komisch an, das aber ist normal. Hast du einen Antrag auf Bartwuchs gestellt? Nein. Auch Duschen ist ein Muss. Das Einhalten dieser Pflicht regeln die Heizer aber unter sich. Wer im Bett noch nach Öl und Maschinenraum riecht, der hat nicht viel Spaß an Bord. Während Henning den Schmutz ablegt, kündigt sich weiter oben der nächste Einsatz an. Ein Routinemanöver. Die Emden muss quasi zur Tankstelle. Doch auch das ist nicht ganz ungefährlich, denn die Tanke schwimmt im Ozean. Man muss auch achten, dass man nicht zu nahe kommt, das ist klar. Das sind 2 große Schiffe. Die Druckverhältnisse ändern sich, wenn die 2 Schiffe aneinander sind. Anströmungsverhältnisse am Anfang, wenn die zwei Schiffe so ankommen hier hintereinander, dann wird hier der Druck erstmal durch die Anströmgeschwindigkeit. Das Wasser wird ja schneller. Wenn die kommen, wird natürlich der Druck erhöht und die Schiffe saugen sich so an. Da muss man natürlich entsprechend aufpassen, dass sie nicht aneinander stoßen und den entsprechenden Sicherheitsabstand halten. Sind hier in dem Fall ungefähr 40 Meter. Einmal pro Woche braucht die Emden neuen Kraftstoff. Der amerikanische Versorger Sasago Weir ist ein alter Bekannter. Man kennt sich, zumindest auf 40 Meter Entfernung. Die Schiffe müssen sich vorsichtig annähern. Der amerikanische Riese verdrängt 40.000 Tonnen Wasser. Die Emden 3.800. Jetzt wird es gleich dunkel. Das Schiff hat so eine Höhe, dass wahrscheinlich die Sonne hinter dem Schiff verschwinden wird.
Der Treffpunkt im Indischen Ozean liegt fernab von gefährlichen Untiefen und Piraten. Lediglich ein paar Tümmler werden Zeuge des Manövers. Auf Schiff kommt. Und Schuss! .300.000 Liter Diesel will die Emden aufnehmen. Etwas mehr als geplant aufgrund der ereignisreichen Woche. Wenn die Emden mit Höchstgeschwindigkeit, also knapp 30 Knoten, fährt, verbraucht sie gut 10.000 Liter Diesel die Stunde. Der Kraftstoff schießt mit enormem Druck durch den Schlauch. 10 Kubikmeter in 2 Minuten. Und weil jederzeit etwas schiefgehen kann, ein Feuer, eine Explosion, sind Henning und seine Kollegen ausnahmsweise mal an Deck. Doch in ihren Anzügen ist es auch nicht wirklich kühler als im Maschinenraum. Das ist unser Brandabwehrtruppanzug. Das nennt sich Gary Glitter. Dazu gehört einmal die Jacke, das Atemschutzgerät, das man im Moment ein bisschen schlecht sieht. Helm, Maske, eben alles, was man braucht, um falls es brennt, eben zum Feuer vorzugehen. Wir sind 3 Mann. Ich bin im Moment Angriffstruppführer, also Brandabwehrtruppführer. Und wir haben auch schon Feuerlöscher auch vorbereitet, falls es dann wirklich anfangen sollte zu brennen, dass wir dann direkt vorgehen können. Aber alles läuft glatt. Nach etwa einer Stunde ist die Emden wieder voll aufgetankt. Traditionsgemäß verabschieden sich die Deutschen mit einem Marsch. Anchors Away erschallt Richtung Versorgungsschiff. Henning ist in seiner Abwesenheit von zu Hause Onkel geworden. Mit seiner Schwester, die per Kaiserschnitt entbunden hat, hat er seitdem nicht sprechen können. Ja. Ins Deck. Herr Hausmann. Namen, Herr Kapitän. Was führt Sie zu mir? Meine Schwester hat ein Kind bekommen und ich wollte fragen, ob ich mal telefonieren könnte. Aber hallo, da telefonieren Sie und da sagen Sie bitte einen schönen Gruß vom Tiger und von uns allen und alles Gute für das Kleine und vor allem die Mama. Mensch, da gratuliere ich. Dankeschön. Gehen Sie da mal irgendwann einen aus, in ruhigeren Tagen? Ja, stimmt. Ausgezeichnet. Dann gehen Sie telefonieren, ich sage im Funkraum Bescheid. Vielen Dank. Klar, ne? Alles klar, tschüss. Tschüss. Das Telefon funktioniert über Satellit. Eine Minute kostet mehrere Euro. 4 Monate hat Henning nichts von seiner Schwester gehört. Hallo, Lisa. Hallo? Hallo, Henning. Na, wie geht's dir? Gut geht's mir. Und jetzt geht's mir natürlich noch viel besser. Na, das ist ja schön. Wie geht's dir? Auch ganz gut, ganz gut. Und wie geht's Johanna? Ja, die kleine Johanna, der geht's auch gut. Das ist ein ganz dicker Pfanne-Proppen. Hast du ja schon gehört, dass sie so groß ist? Ja, Papa hat mir auch ein Bild von ihr geschickt. Wir freuen uns auch, dich bald wieder zu sehen, Henning. Ja, ist ja nicht mehr lang. Die Hälfte haben wir schon fast rum. Ja. Ne? Ich kann aus Djibouti nochmal anrufen. Mach das. Mach ich. Na gut, Lisa. Ja, dann wünsche ich dir noch viel Spaß und dann... Ja, vielen Dank. Gut, schön, ja? Ja, mach ich. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Derweil auf einem anderen Deck. In der Kombüse sorgen insgesamt 7 Köche für das leibliche Wohl der Soldaten. Hast du mir gleich mal Stärke? Einer von ihnen ist der Hauptgefreite Danny Temlitz. Was gibt's denn heute Schönes? Spaghetti Bolognese. Für wie viele Leute muss das da reichen? Wie viel ist für 220 Leute ungefähr kochen wir jeden Tag zum Mittag. Machst du erstmal die Hälfte, ne? Viele hungrige Mäuler. Deswegen muss Danny das Mittagessen schon ab 5.30 Uhr vorbereiten. Wie schmeckt dir das so ab? Ist ja nicht so ganz einfach bei so einer großen Portion, oder? Ich finde es zum Beispiel einfacher wie bei einer kleinen Portion. Weil wenn irgendwas fehlt oder sowas, kann man immer noch besser ranmachen, weil... Ob jetzt zum Schluss 1-2 Liter mehr werden oder nicht, fällt bei so einer großen Portion nicht auf. Also man probiert das denn und dann variiert natürlich. Also teilweise schmeckt die Besatzung auch schon, wer was gekocht hat, weil die Geschmäcker halt anders sind. Bei dem einen ist es sehr würzig, bei dem anderen, wenn der das kocht, dann muss er nachgesalzen werden. So, das sind so die Unterschiede, die gravieren. In einer Viertelstunde soll es losgehen. Der Tagesablauf ist auf der Emden eigentlich genau geplant. Trotzdem gibt es regelmäßig Planänderungen. Ständig geht etwas zu Bruch. Der Heizer Henning kann davon ein Lied singen. Diesmal ist es die Klimaanlage. Angesichts Außentemperaturen von über 30 Grad sollte sie schnellstmöglich wieder in Schuss sein.
So, wir messen jetzt einmal die Sicherung durch, damit wir wissen, ob die defekt ist. Dann haben wir das Problem schnell behoben. Ist in Ordnung. Der 23-jährige Henning gehört jetzt schon seit 2 Jahren zur Emden-Besatzung. Also sobald Anlagen kaputt gehen, müssen sie natürlich funktionstüchtig gemacht werden. Man hofft immer, dass es nicht so oft vorkommt. Aber wenn, dann fällt mal die Mittagspause aus oder mal die paar Stunden Schlaf, die man hat. Nur eine durchgebrannte Sicherung. Glück gehabt. Zumindest fürs Erste. Denn auf einem rund 30 Jahre alten Schiff geht ständig etwas kaputt. Dann heißt es endlich Backen und Banken. Das ist Seemannsdeutsch und bedeutet so viel wie Essen ist fertig, alle Mann an den Tisch. Der Gemeinschaftsraum nennt sich Messe. Davon gibt es insgesamt 4 an Bord, für alle Dienstgradgruppen eine. Fremde Messen dürfen nur mit ausdrücklicher Einladung betreten werden. Das schützt die Privatsphäre und hebt das Betriebsklima. Damit wird unter anderem gewährleistet, dass zum Beispiel die Matrosen beim Essen ungestört über Offiziere schimpfen können. Denn der Alltag an Bord und vor allem der permanente Schlafmangel schlauchen. Wir haben noch Mittagspause bis 10 vor 1. Da werde ich mich wohl noch ein bisschen hinlegen und danach fängt der Tagesdienst wieder an. Bis um 17 Uhr. Und dann gehe ich Abendbrot essen und um 18 Uhr geht es dann weiter mit Wache bis 0 Uhr. Ja, danach. Insgesamt ein halbes Jahr geht das so. So lange soll der Einsatz dauern. Schmeckt's? Schmeckt ganz gut, ja. Junge, 13, nein. Enduring Freedom am Horn von Afrika kostet Kraft und Geld. Und man mag sich fragen, wie erfolgreich die deutsche Marine hier operiert. Verdächtige Schiffe müssen einer Durchsuchung zustimmen. Erst dann kann der Kommandant Michael Giss handeln. So will es der Deutsche Bundestag. Keine leichte Spielregel im Kampf gegen den Terrorismus. Umso überraschender, dass die Deutschen ab und zu tatsächlich an Bord gelassen und sogar fündig werden. Wie im Februar, 10 Tage nachdem die Emden ihren Einsatz begonnen hatte. Da waren einige dabei, die nach unseren Maßstäben westlich gekleidet waren. Ein bisschen mit Schmuck, mit goldener Uhr behaftet waren. Die also nach allem Möglichen aussahen, außer nach einem armen Fischer oder einem armen Küstenhändler. Warum die Deutschen an Bord durften, obwohl sich gut 4 Tonnen feinstes Rauschgift dort befanden? Vielleicht, weil man vor den Amerikanern mehr Angst hatte. Also das Feedback, was wir bekommen haben auf diesen Fund, sagte uns, dass es einen durchschnittlichen Marktwert in Europa von 80 bis 100 Millionen Euro hätte. Ein Fund wie dieser hier, wo ein deutsches Kriegsschiff dazu beiträgt, entscheidend dazu beiträgt, einer Terrororganisation eine Ressourcen im Wert von 2-stelligen Millionenbeträgen wegzunehmen. Ich denke mal, das ist ein sinnhaftes Tun, was wir hier machen und ein sinnvoller Beitrag, den die deutsche Marine hier leistet. Die Soldaten auf der Brücke haben eine Dau gesichtet. Backbord voraus schippert das Holzboot im Indischen Ozean. Es wird Funkkontakt aufgenommen. What is your master's name? Over. My master's name is Ahmed Salimamad Baga. What is your nationality of your master? Over. Nationality of my master is India. And all the crew we have Indian. Die Besatzung der Dau scheint kooperativ. Das kann Täuschung sein. Der Monsun setzt bald ein. Die Emden rechnet damit, dass Schmuggler die Zeit vor dem großen Regen noch nutzen wollen. Also es kann alles Mögliche sein, was uns so ein bisschen verdächtig vorkommt. Die ganze Ladung ist komplett abgedeckt. Es kann natürlich sein, dass er die vor Witterungsverhältnissen schützen möchte, was aber ja im Moment, und das erleben wir ja hier alle, nicht unbedingt notwendig ist. Maximal vor Sonne, aber eher nicht vor Regen. Aber die ganze Ladung ist verdeckt und es kann jetzt alles Mögliche unter diesen Planen stecken. Und deshalb fahren wir da auch mal näher ran und werden uns das da mal genauer angucken. Das Boarding-Team darf nur mit Erlaubnis der Inder an Bord. Die aber sind einverstanden. Was die Deutschen vorfinden, wissen sie nicht. Solche Einsätze werden deswegen nur bewaffnet durchgeführt. Jede Info, die es vorab gibt, macht den Einsatz sicherer. Und gerade eben ist von der Brücke runtergekommen, wir haben 7 Personen an Bord. Die letzte Person, die entdeckt wurde, hat sich unter einer Plane versteckt. Jedenfalls ist das, was der Ausguck gemeldet hat. Die Männer sind speziell hierfür ausgebildet. Trotzdem kann von Routine keine Rede sein. Ich möchte es nicht sagen, es ist eine Anspannung da. Sobald das U-Boot die Sachen absenkt, ist die Anspannung da. Und da drüben ist
ist dann so, was erwartet mich. Ja? Und dann ist dann die Situation entscheidend für meine Entscheidung. Dann geht es los in Richtung Dau. Es muss die richtige Stelle zum Anlanden gefunden werden. Der Bordhelikopter bleibt zur Sicherheit in der Nähe. Die Inder haben sich wie verabredet oben auf der Dau versammelt. Das Boarding-Team gelangt sicher auf das Schiff. Die indische Mannschaft der Dau ist ruhig und folgt den Anweisungen der Deutschen. So ein Boarding kann einige Stunden dauern. Doch die Inder kooperieren. Schnell wird klar, die sind ganz normale Händler. Keine Waffen, keine Drogen. Stattdessen finden die Deutschen nur Hunger unter der Besatzung vor. Der Kapitän gibt bereitwillig Auskunft. Kriegen wir die Kartoffeln klar für die? Und so entwickelt sich das Ganze zu einem freundschaftlichen Besuch. Die Deutschen helfen in so einem Fall gerne mit einem Sack Kartoffeln aus. Die Händler sind in diesem Gebiet oft bis zu 100 Tage auf See und haben außer Reis und gelegentlich ein paar Meeresfrüchten nichts zu essen. Kommandant Michael Giss ist beruhigt, dass alles in Ordnung ist. Jedes Boarding birgt ein Risiko. Es ist nicht einfach, in einem Einsatzgebiet, das 8-mal so groß ist wie Deutschland, Daus im Dienste von Al-Qaida ausfindig zu machen. Dass es sie gibt, und derer nicht wenige, gilt als sicher. Im Indischen Ozean. Irgendwo. Alles in Ordnung. Die waren freundlich. Boarding ist sehr kooperativ verlaufen. Der Master war sehr kooperativ. Hat er sich über die Kartoffeln gefreut? Fragen beantwortet und war sehr glücklich über die Kartoffeln. Fragen hat auch gut beantwortet. Fragen. Gut, dann erholen Sie sich, rüsten Sie zurück und für heute. So verstanden. Ja. Trotzdem ist man nach dem Besuch einen kleinen Schritt weiter. Die indische Mannschaft hat den Deutschen bereitwillig Informationen über Piraten und regionale Handelsrouten gegeben. Die Ladung wurde natürlich trotzdem in Augenschein genommen. Wie Sie gesehen haben, einfach stellen oder Cargo, so wie es auch gesagt wurde im Briefing. Das waren Ölfässer, Reifen, ganz normale Ladung, halt, die von A nach B befördert wird. Also nichts Auffälliges. Die Besatzung war äußerst kooperativ. Also nichts, was irgendwie zum Nachdenken anregen sollte. Der Tag endet. Die Sonne verschwindet im Indischen Ozean. Auf einer Fregatte von 130 Metern Länge können sich 220 Soldaten nicht wirklich aus dem Weg gehen. Innerhalb von 6 Monaten kann es da schon zu dem einen oder anderen Lagerkoller kommen. Deswegen ist ein bisschen Spaß und Toberei auch erlaubt. Beliebter Treffpunkt nach Dienstschluss, dieser provisorisch zurechtgezimmerte Pool. Gebadet wird nicht immer freiwillig. Oh ja, mein Freund. Er wird immer stark frequentiert, gerade auch wenn die Witterungsverhältnisse so sind wie heute Abend. Also im Endeffekt ist es Freizeit, die Leute können sich hier ein bisschen erholen in den wenigen Stunden, die sie haben. Also ich halte das schon für eine wichtige Sache. Ja. Wärst du mal reingeflogen? Nee, bisher noch nicht. Aber bisher haben die Leute mich auch immer nur arbeitend hier erwischt und von daher kann ich mich da ganz gut rausnehmen. Jede Arbeit endet einmal, auch der Einsatz der Enten. Nach 42.000 Seemeilen und 180 Tagen pflügt das Schiff durch die Nordsee. ORF 2008, der Fregatte Emden, war mit Sicherheit kein vergessener Einsatz. Und Sie können alle für sich auf die Fahnen heften, dass Sie mit dem, was Sie da unten mit der Fregatte Emden gerissen haben, Gutes getan haben für die Marine. Es sind die letzten Worte des Kommandanten an seine Mannschaft. Auf ihn warten neue Aufgaben in Berlin. Bei der deutschen Marine kommandiert man nur einmal ein Schiff, dann rücken andere nach. Für Michael Giss ist es ein ganz besonderer Abschied von einem ganz besonderen Schiff und einer ganz besonderen Besatzung. Die Mannschaft als Gemeinschaft. Ich finde es sehr schade, denn das war ein toller Einsatz. Wir haben viel erlebt und die Besatzung war toll. Also wir als Team haben wir wahnsinnig gut funktioniert. Also es war sehr befriedigend auch als Vorgesetzter, so eine Besatzung führen zu dürfen. Und sowas ist dann morgen schlagartig beendet. Und man springt wirklich von der Welt am Horn von Afrika in die Welt Norddeutschlands im Sommer, im tiefsten Frieden. Und ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen, was einen auch emotional an so einem schönen Abend hier beschäftigt. Der nächste Morgen. Eine halbe Stunde voraus warten die Liebsten. Von dort kommt auch das kleine Versorgungsboot mit wichtigen Utensilien für das Wiedersehen. Viele Beziehungen sind in dem halben Jahr kaputt gegangen. Diejenigen, die durchgehalten haben, bekommen Rosen.
Die Freundin von Mario Munke hält schon seit über 6 Jahren das Leben als Seemannsbraut aus. Heute an ihrem Geburtstag will er sie fragen, ob sie wirklich seine Braut sein will. Jetzt muss nur noch eines der 4 Elemente mitspielen. Aber der Wind steht noch ein bisschen schlecht. Also auf der Seite steht jetzt drauf, dass meine Freundin Geburtstag hat. Und hier ist jetzt halt der Heiratsantrag drauf. Bist du sicher, dass sie ja sagt? Kann man da sicher sein? Aber ich denke schon. Aber ihr habt euch ein halbes Jahr nicht gesehen und das ist ja dann auch schon was Besonderes, dass sie dann einfach ja sagt. Das ist ja nicht das erste halbe Jahr. Macht sie ja immer gut mit. Schauen wir mal. Kurz vor 10 Uhr nähert sich die Fregatte Emden nach einem halben Jahr Abwesenheit ihrem Liegeplatz in Wilhelmshaven. Zu Ehren der Soldaten spielt das Marinemusikchor. Und mehrere hundert Angehörige warten schon sehnsüchtig auf Väter, Ehemänner, Freunde. Der Besatzung ist die Freude anzusehen. Jeder hat wohl seine eigenen Pläne für die ersten Tage daheim. Haben Sie Ihre Frau schon gesehen? Negativ. Ich habe auch noch nicht so richtig geguckt im Moment. Im Moment geht es noch ums Schiff, oder? Ja, bis zuletzt. Fregatte Emden zurück in Wilhelmshaven. Mit Heiratsantrag an der Steuerbordseite wird das Schiff festgemacht. Herr Juwig, meine Frau zuerst. Bevor Frau Giss an Bord darf, muss die Stelling sicher verteut sein. Herr Kommandant, immer noch im Dienst oder kommt das Private jetzt auch mit? Jetzt bin ich gerade in der ganz schnellen Übergangsphase. Da steht meine Frau und da wird der letzte Tampen festgemacht. Und jetzt ist die Stelling frei. Dann endlich dürfen alle aufs Schiff. Mario hat seine Freundin entdeckt und die wohl seinen Heiratsantrag vom Schiff wehen sehen. Doch gesprochen wird unter dem ersten Ansturm der Gefühle eher wenig. Wie lautet denn die Antwort? Ja, auf jeden Fall! Happy End für einen in jeder Hinsicht bemerkenswerten Einsatz. Emden, ahoi!